Hallo und ganz herzlich willkommen zu unserem neuen Video. Heute bin ich mal in Kroatien unterwegs, um genau zu sein im Lanterna Premium Camping Resort. Das ist in der Nähe von Poreč und Novigrad. Und das ist ein riesiger Campingplatz mit fast 10.000 Plätzen gesamt, mit einigen Bungalows, aber auch vielen, vielen Stellplätzen für Wohnmobile. Und dadurch, dass es auf so einer Landzunge ist, hat man von vielen Plätzen aus totale super Sicht übers Meer, was echt gigantisch schön ist. Hier seht ihr mal, wie der Strand so aussieht. Und der erstreckt sich eben über riesige Weiten. Alles, was man hier eigentlich sieht, gehört zum Campingplatz dazu. Und auch für die Kleinen gibt es wirklich extrem viel. Da gibt es überall kleine Spielplätze und so haben die unglaublich viel Spaß und können immer wieder was Neues entdecken. Im Hintergrund seht ihr dann schon so Bungalows. Eben auch bei diesen Bungalow-Anlagen verstecken sich überall kleine Spielemöglichkeiten für die Kiddies. Und ja, mich hat es da erst gar nicht so hingezogen. Wir sind hingefahren, weil Freunde von uns das so geplant hatten. Aber es hat sich absolut gelohnt. Schaut euch auf jeden Fall alles an. Auch die Poollandschaft ist gigantisch. Und die Animation ist riesig, also da ist wirklich für jeden was dabei, traue ich mich behaupten. Da seht ihr jetzt die Poollandschaft, der größte Pool von der ganzen Anlage. Es gibt aber einige, die nennt sich Aquamar und hat drei Riesenrutschen, dann diese drei Rutschen parallel nebeneinander, die schon etwas kleiner sind und auch noch ein riesiges Kinderparadies mit so einem Piratenschiff. Ja, verzeiht mir, dass das Video so ein bisschen querbeet geht, aber ich habe einfach nur die ganzen Erinnerungen festgehalten und weil es gar so schön war, möchte ich euch das einfach auch nicht vorenthalten, weil vielleicht suchen ja die ein oder anderen auch mal nach einem Ausgleich neben dem Biken und möchten ein paar Tage in so einem Resort verbringen. Auch dann natürlich der Utschka ist unweit, Opatija, da wo wir sonst immer unterwegs sind, deswegen kann man ja vielleicht ein paar Tage einfach nur Strand und Meer genießen und danach wieder weiterziehen zum Biken oder eben auch andersrum. Ja, wir waren in der Hauptzeit dort und trotzdem ist es okay. Also klar, es ist schon viel los, aber es verteilt sich auch alles wunderbar. Das hier ist das Gelände, wo dann auch die Happy Disco am Abend stattfindet, also die Abendveranstaltungen. Da gibt es auch ein Restaurant, das seht ihr jetzt gerade. Aussicht ist gigantisch, Essen schmeckt mir zumindest nicht. Dann habe ich euch mal die Pläne abfotografiert, was sich in der Woche so alles tut. Es gibt wirklich Animationen von klein bis groß, also ab 0 bis 17 Jahre wird jeder mit Animationsprogrammen bespaßt und für alle Älteren gibt es dann natürlich auch noch die Sportprogramme, Abendshows, also da ist wirklich alles dabei. Das ist der große Spielplatz im Eingangsbereich, wo eben auch Mini-, Maxi- und Babyclubs sind. Der Boden ist super weich. Ist ja auch nicht selbstverständlich. Also selbst wenn es einmal vom Klettergerüst runterhauen sollte, dann ist es alles halb so wild. Hier, das ist jetzt im Maro, so hieß dieser Krebs. Das ist das Maskottchen Maro Premium Family. Also in so einem Bungalowpark, die Poolanlage. Die haben die Kleinen auch sehr geliebt. Also diese Rutschen, die schauen zwar eher langweilig aus, aber für die Kleinen war das der größte Spaß überhaupt. Und auch sogar noch für die etwas größeren, einfach immer im Kreis laufen, rutschen, Spaß haben. Ja, unglaublich, aber das ist echt das, was den Kiddies so richtig Freude macht. Und jetzt kommt meiner dann gleich. Das müssen wir natürlich noch abwarten, auch wenn das für euch vielleicht nicht so interessant ist. Aber als Mama ist das das Beste, was passieren kann. Flupp! Und ja. Am Abend gab es dann diese Hüpfburgen, die sind in der Nähe vom Eingangsbereich. Die kosten allerdings extra 10 Minuten 25 Kuna. Die Zeit wurde nicht ganz so streng beachtet. 25 Kuna sind circa, einfach nur grob über den Daumen gepeilt, 3,50 €, 4 €, sowas um den Dreh. Und ja, also für die Kiddies natürlich auch ein absolutes Highlight. Da gab es eben eine Riesenhüpfburg mit der großen Rutsche und dann auch noch diese kleinere Hüpfburg, sodass da auch wieder für jedes Alter was dabei war. Und das ist noch nicht genug. Es gab dann auch noch diese Trampolinanlage, dann nebendran noch eine Trampolinanlage, wo man sich so am Gurt festschneiden kann. Ihr seht es so auf der rechten Seite ein bisschen im Hintergrund und diese Saltos machen kann. Und dann gab es auch noch
diese coolen Bälle, in denen man auf dem Wasser gehen kann. Ja, also diese Angebote, Hüpfburg, Trampolin und auch diese Bälle, leider nicht im Preis inklusive, sondern kosten extra. Alle so zwischen 25 und 30 Kuna für circa 10 Minuten. Aber ja, man muss es ja nicht dauernd machen und das ist auf jeden Fall nochmal ein absolutes Highlight im Urlaub gewesen. Was dann natürlich auch nicht fehlen darf, ist die kleine Erfrischung. Kostet natürlich auch extra, aber auch ein Highlight. Auch diese Insel hier kostet leider extra. Also hier hätte ich es cool gefunden, wenn es dabei gewesen wäre, weil das wirklich den Campingplatz hier auch so ein bisschen ausmacht. Kostet in der Stunde circa 10 Euro. Zeige ich euch nachher mehr. Das ist die Abendveranstaltung, natürlich mit Mini-Disco und danach Shows. Unter anderem wurde zum Beispiel Aladdin aufgeführt oder manchmal auch Live-Musik und vieles mehr. Hier jetzt nochmal die Mini-, Maxi- und Baby-Clubs. Das ist eben der Maro Mini- und Maxi-Club, wo die Kinder von 3 bis 7 und dann von 7 bis 17, wenn mich nicht alles täuscht, bespaßt werden. Und das sieht so aus, dass man die Kiddies abgibt und angerufen wird, falls irgendwas nicht passt. Und auch schon die kleinen Babys kann man abgeben von 0 bis 3 Jahre, allerdings für maximal 2 Stunden. Dann kriegen die da aber einen eigenen Babysitter, was natürlich auch echt cool ist und als Eltern viele Freiheiten gibt. Ja, dann hier sind überall eben diese kleinen Spielplätzchen. Das ist jetzt nochmal in diesem Maro Premium Bungalow zu Hause. Und das macht wirklich unglaublich viel Spaß, einfach zu entdecken, was hier überall geboten ist. Dieses Trampolin ist dann natürlich inklusive. Und ja, das ist das Maskottchen, der Maro im Hintergrund. Und ihr seht, da gibt es wirklich an jeder Ecke Spielplätze. Der Boden ist schön weich. Also das ist ein absolutes Paradies mit Kiddies. So, wie gesagt, ich habe noch ein bisschen mehr Aufnahmen von dieser Spieleinsel im Meer. Das ist wie so ein Ninja Warrior Park. Macht auch als Erwachsener richtig viel Freude. Da kann man sich ordentlich duellieren und Challenges probieren, was man alles schafft, was nicht, wie schnell man drüber kommt und. Also das macht wirklich richtig viel Spaß. Ja, dann noch ein paar Aufnahmen. Hier seht ihr nochmal, wie der Strand ausschaut. Da seht ihr auch diese Spieleinsel. Eins von den Restaurants am Strand, dann noch ein Spielplatz, wo ich selber gar nicht war. Der Platz ist so riesig, dass man kaum alles schafft, wenn man nur ein paar Tage dort ist. Noch ein zweites Schwimmbad und hier nochmal der Platz im Ganzen. Da seht ihr mal, wie gigantisch groß der eigentlich ist. Also ja, es gibt ganz viele Stellplätze mit Aussicht aufs Meer und diese Zunge, die ihr oben links noch drin seht, das ist nicht da oben drüber, man hat wirklich freie Sicht aufs Meer dann, sondern das ist noch ganz rechts dran am Campingplatz, weil der einfach so lang gezogen ist und dadurch gibt es eben auch so viele Plätze mit mega Ausblick. Da müsst ihr unbedingt mal auf die Homepage schauen und dann seht ihr auch die ganzen Möglichkeiten, zum Teil sogar mit festem Grill, mit allem drum und dran, was das Herz so begehrt. Wir hatten einfach so einen Standardplatz mitten im Gewusel, aber auch das war vollkommen ausreichend, weil man ist ja sowieso nicht die ganze Zeit am Platz und das Gute an unserem Platz war, dass wir recht zentral waren, also dass wir überall hin relativ schnell kommen konnten und ja, es gibt natürlich auch einen Supermarkt am Platz. Es gibt ganz viele Klohäuschen. Die sind vielleicht nicht ganz so schön wie auf anderen Campingplätzen, die ich euch schon gezeigt habe. Aber alles in Ordnung. In Summe war es einfach nur ein wunderschöner Urlaub. Und deshalb wollte ich euch den Platz einfach gerne mal zeigen. Ich verlinke euch auch noch den Platz in der Infobox, damit ihr mal draufklicken könnt. Ja, ist nicht bezahlt oder ähnliches, aber wir hatten einfach nur gute Tage und dann kann man sowas ja auch mal herzeigen. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Zum Schluss lasse ich euch noch einen kleinen Sonnenuntergang da, den wir zum Ende des Urlaubs noch erleben durften. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!